Liebe Gemeinde, liebe Interessierte, in der Stadtkirche am Markt wird heute Morgen ein zentraler Gottesdienst mit Einführung des neuen Presbyteriums gefeiert. Eine Aufzeichnung dieses Gottesdienstes können Sie ab heute Nachmittag hier sehen. Statt eines Gottesdienstes laden wir Sie nun zu einer kleinen pfingstlichen Plauderei am Altar der Pauluskirche ein. Wir, das sind Pfarrerin Annette Czasowski und Pfarrer Siegfried Landau. Ja, liebe Gemeinde, liebe Interessierte, zur Gottesdienstzeit am heiligen Hohen Pfingstsonntag. Heute um 10.30 Uhr mal keinen Gottesdienst, sondern einen Podcast zu Pfingsten. Den Gottesdienst gibt es heute Nachmittag. Der wird nämlich heute Morgen als Präsenzgottesdienst in der Stadtkirche gefeiert mit Einführung des neuen Presbyteriums, dann aufgezeichnet und heute Nachmittag erst online gestellt. Wir wollten Sie allerdings zur Gottesdienstzeit nicht kirchlich unversorgt lassen und haben gedacht, wir beide treffen uns hier einfach mal zu einer pfingstlichen Plauderei, in der wir Pfingsten einmal versuchen, etwas anders und vielleicht hier und da auch mal etwas lockerer, aber durchaus ernsthaft auf die Spur zu kommen. Es ist gar nicht so leicht, über Pfingsten zu sprechen, weil das in der kirchlichen Tradition so schlecht wegkommt. Das ist eine biblische Wundergeschichte, die niemand erklären kann. Es kommt kein niedliches Baby darin vor, so wie Weihnachten. Keine Verknüpfung mit Frühlingstraditionen, mit dem Osterhasen. Nichts dergleichen ist möglich. Sie haben wahrscheinlich auch noch nicht Ihre Pfingst-Deko-Kisten aus dem Keller geholt. Ja, ist auch schwierig, ne? Weil einen Geist kann man ja, sagt schon das Wort, nicht sehen. Der ist unsichtbar. Mir fällt dazu ein Witz ein. Darf ich den Pfingsten mal erzählen? Wir sind ja unter uns. An Ostern auch schon darüber unterhalten. Das Osterlachen ist eine alte kirchliche Tradition, dass die Pfarrer während der Predigt Witze erzählen. Aber Pfingsten ist ja auch ein sehr fröhliches, beschwingtes Fest eigentlich. Deshalb erlaube ich mir jetzt einfach einmal einen Witz zu erzählen. Fritzchen im Religionsunterricht. Herr Lehrer, an den Heiligen Geist kann ich nicht glauben. Lehrer, warum nicht? Fritzchen, ich glaube nur an das, was man sehen kann. Lehrer, du Fritzchen, das ist gefährlich. Diesmal Fritzchen, warum? Lehrer, ich kann an deinen Verstand auch nicht glauben, weil ich den nicht sehen kann. Erst musst du nach vorne kommen und dein Gehirn hier auf den Tisch legen, damit ich es sehen kann. Dann glaube ich, dass du was im Kopf hast. Pfingsten ist also einfach Pfingsten. Wenigstens noch ein langes Wochenende und mancherorts sogar Ferien. Eines der ältesten Lieder in unserem Gesangbuch ist tatsächlich ein Pfingstlied. Es geht zurück auf einen alten Hymnus von Rabanus Maurus. Im 9. Jahrhundert war der Abt und Gelehrter des Klosters Fulda. Der heutige Text stammt von Martin Luther, ist also auch schon mehr als 500 Jahre alt und klingt auch so. Warum das Lied trotzdem besonders ist? Es bringt, finde ich, einen neuen Akzent ins Pfingstfest. Der Geist Gottes, der bringt nicht nur lahme Gemüter auf Trab und ermutigt ängstliche Gemeinden. Der Geist Gottes wirkt selbst schöpferisch. Wer also über Pfingsten nur sagt, dass da Menschen begeistert wurden, der erwartet nicht zu viel, sondern zu wenig. Grund genug, sich dieses Lied, das am Pfingstsonntag das Wochenlied ist, mal näher anzuschauen. Ich fange mal mit der Melodie an, gehe mal zum Klavier und spiele die dann auch mal vor. Ich mag diese Melodie sehr, weil die nämlich so etwas, ja, Archaisches hat und darin, ja, ich würde es mal so sagen, ein wenig objektivierend ist. Das ist keine subjektive Melodie, die so spontan Gefühle anspricht, sondern die ist schlicht und ergreifend objektiv und die atmet irgendwie so den Hauch,
mittelalterlicher Spiritualität und auch damit für mich einfach der Ewigkeit. Man kann sich das sehr gut vorstellen, von einem Chor von Mönchen gesungen. Ich spiele das mal. Es handelt sich im Übrigen um das Lied Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist. Und die Melodie geht so. Die Melodie ist nicht wirklich eingängig. Nee, das ist bei guten Melodien oft so, finde ich. Das ist ja das Geheimnis überhaupt guter Musik, dass man sich da erstmal reinarbeiten muss. Der Ohrwurm, der ist schnell drin, der ist aber auch schnell wieder raus. Und Musik, die anspruchsvoll ist, die Tiefe hat, die spricht einen vielleicht beim ersten Mal gar nicht unbedingt an. Das dauert manchmal ein Weilchen und dann aber hat es einen gepackt. Und das ist in der Tat so ein Lied, bei dem ging mir das auch immer so. Als ich Orgelunterricht hatte und so, da musste ich das spielen. Und das hat mich also nicht wirklich direkt angemacht. Aber heute gehört es eigentlich mit zu den schönsten, wie ich finde, Melodien des Gesangbuchs. Und zum Glück hat es ja 7 Strophen. Bis zur 7. Strophe hat man sich dann auch an die Melodie gewöhnt. Genau. Sagst du was zur ersten Strophe? Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, besuche das Herz der Menschen dein, mit Gnaden sie füll, denn du weißt, dass sie dein Geschöpf sein. Ich hätte mir den Geist Gottes nie schöpferisch vorgestellt. Martin Luther habe, so kann man nachlesen, einen bewussten Gegensatz zu einem reformatorischen Missverständnis setzen wollen. Man fühlte sich befreit von allen kirchlichen Bevormundungen. Alles schien erlaubt. Im Zweifelsfall konnte man sagen, der Geist habe einem das eingegeben. Aber nicht alles, was bewegt, ist auch vom Geist Gottes bewegt. Reiner Aktionismus in einer Kirchengemeinde macht noch keine inspirierende Gemeinschaft. Also ist das eine kluge Bitte an den Geist Gottes, dass er es sei, der in das Herz der Menschen einziehe. Die zweite Strophe. Denn du bist der Tröster genannt, des allerhöchsten Gabe teuer. Ein geistlich Salb an uns gewandt, ein lebend Brunn lieb und Feuer. Der Heilige Geist ist eigentlich viel weniger ein Wissensvermittler, also kein Nürnberger Trichter. Ich muss gestehen, als Kind habe ich mir den immer so ähnlich vorgestellt, mit dem über den Nürnberger Trichter einem sozusagen die Glaubensinhalte ins Gehirn geschüttet werden, sodass man sie dann nachvollziehen und wirklich bekennen und glauben kann, sie auswendig weiß, möglicherweise sogar. Im Neuen Testament, vor allem im Johannesevangelium, da nennt Jesus selbst den Heiligen Geist, also er sagt gar nicht das Wort Heiliger Geist, sondern er sagt immer Parakletos, wenn er den Geist meint. Und Parakletos heißt, wenn man das übersetzt, Tröster. Der Paraklet, also der Heilige Geist, ist derjenige, so sagt Jesus das im Johannesevangelium, der die Jünger trösten wird, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Man könnte sagen, der Heilige Geist ist so etwas wie der Garant der Gegenwart Gottes bei uns hier, der Unsichtbaren, aber doch erfahrbaren und spürbaren Gegenwart Gottes. So wie Luther mit Rabanus Maurus hier dichtet, Gottes Gabe, er vergleicht sie mit einer geistlichen Salbe. Das hat so was Heilendes, ja? Also die Seele ist wund und da kommt eine geistliche Salbe vom Himmel, die tröstet, die labt, die heilt, die mildert, die lindert. Dann lebend Brunn, Lieb und Feuer. Ein Quell, ein Brunnen, von dem man trinken kann,
Wasser und Feuer, beides verbindet Luther in seinem Lied mit den Wirkungen des Heiligen Geistes. Mit dem Feuer geht es in der dritten Strophe weiter. Zünd uns ein Licht an im Verstand, gib uns ins Herz der Lieb Inbrunst. Das schwach Fleisch in uns, dir bekannt, erhält fest dein Kraft und Gunst. Geist als Licht, das einem aufgeht, das wünsche ich mir jetzt gerade. Dass gegen alle Unvernunft und Besserwisserei denen ein Licht aufgeht, die anderen schaden, die Wahrheit leugnen, die vorschnelle Lösungen versprechen, auf die andere dann hereinfallen. Nur manchmal wissen wir ja gar nicht so ganz genau, was die Wahrheit ist oder welche Lösung trägt oder was tatsächlich niemandem schadet. Entgegen unserer landläufigen Redewendung, dass uns doch ein Licht aufgehe, geht es hier wohl eher darum, dass in uns ein Funke göttlichen Geistes zündet, dass unser Handeln und Reden von Gott kommt und kein Produkt der eigenen Frömmigkeit ist. Die vierte Strophe, da geht es um die Wirkungen des Heiligen Geistes. Du bist mit Gaben siebenfalt der Finger an Gotts rechter Hand. Des Vaters Wort gibst du gar bald mit Zungen in alle Land. Vom siebenfachen Wirken des Heiligen Geistes ist da die Rede. Das hat sich in kirchlicher Spiritualität so ausgeprägt, geht aber zurück auf einen Vers aus dem Buch des Propheten Jesaja, den wir aus der Advents- und Weihnachtszeit kennen, der nämlich mit einer messianischen Verheißung verknüpft ist. Also da wird dem Messias zugesprochen, dass er den Geist Gottes hat und dann werden die siebenfältigen Wirkungen des Geistes beschrieben. Aus Jesaja 11, ich lese das mal vor. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel, kennen wir alle aus dem Weihnachtslied, es ist ein Ros entsprungen. Ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Da sind diese siebenfältigen Gaben des Geistes genannt. Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat, Stärke, Kraft, Frömmigkeit und Gottesfurcht. In der fünften Strophe, da geht es dann um den Frieden. Des Feindes List treibt von uns fern, den Fried schafft bei uns deine Gnad, dass wir deinem Leiten folgen gern und meiden der Seelen Schad. Der Heilige Geist, und ich glaube, das kann man heute sehen und auch spüren, das ist anschaulich, verbindet Menschen weltweit. Jetzt in der Corona-Krise haben viele von den Online-Gottesdiensten gesagt, Gemeinde finde jetzt an getrennten Orten, aber geeint durch den Geist statt. Ein friedensschaffender Geist, das ist so nötig. Jetzt gerade, wo Abrüstungsprogramme gecancelt und mit Worten und Waffen schon wieder aufgerüstet wird, im Windschatten der Corona-Krise, als ob es keiner merken würde. Ein Geist, der Erkenntnis schenkt und Weisheit, der die Menschen zum Frieden bewegen kann. Wie ein Lehrer. So heißt es in der sechsten Strophe, lehr uns den Vater kennen wohl, dazu Jesus Christ, seinen Sohn, dass wir des Glaubens werden voll, dich, beider Geist, zu verstehen. Ich finde, diese Strophe klingt wie ein Mini-Glaubensbekenntnis. Aber nicht eines, das man spricht, sondern der Geist lehrt verstehen, was das heißt. Den Vater zu kennen, Jesus Christus nachzufolgen und von Glauben erfüllt zu sein. Alles eigene Streben darum,
ist also umsonst, wenn nicht der Geist das Seine dazu tut. Mir fiel bei dieser Strophe sofort unser lieber verstorbener Teilnehmer am Bibelgesprächskreis ein. Der hat genau danach immer gefragt, wie entsteht Erkenntnis, wie entsteht Glauben? Nicht aus uns heraus, denn sonst könnten wir uns den Geist ja verfügbar machen, könnten selbst Glauben machen. Die siebte Strophe ist der Abschluss des Liedes. Gott Vater sei Lob und dem Sohn, der von den Toten auferstand, dem Tröster sei dasselb getan in Ewigkeit alle Stund. Jetzt machen wir uns, glaube ich, mal auf. Es gibt ja doch Symbole für den Heiligen Geist. Und wir haben sie sogar. Und da wir das jetzt so schön zeigen können, was es in unserer Gemeinde, nicht nur hier in der Kirche, sondern in unserer Gemeinde gibt, zeigen wir jetzt Bilder. Wo gibt es Symbole des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, aber auch darüber hinaus? Fang du einfach mal an. Besonders überraschend finde ich, dass wir eine Taube haben. Die Taube ist jetzt noch nicht überraschend, das wissen sicherlich ganz viele von euch, von Ihnen, dass die Taube ein Symbol für den Heiligen Geist ist. Aber bei uns ist sie ja gar nicht so wirklich eine Taube, sondern sie ist eigentlich nur erkennbar im Schwanz des Wales in unserem Auferstehungsfenster. Der Wal ist so dargestellt, dass in der Schwanzflosse eine Taube zu erkennen ist, wenn man sie erkennen möchte. Für mich ist der Wal in diesem Bild das Symbol für den Weg durch den Tod ins Leben bei Jona. Eine Analogie vielleicht zu den drei Tagen, die Christus im Grab war. Die Taube, der Geist, als Symbol für uns, der Geist als unsere Brücke in die Ewigkeit vielleicht. Auf jeden Fall wollte der Künstler dieses Fensters damit zeigen, dass Gott ja durch den Geist in diesem Wal oder durch diesen Wal an Jona handelt, ihn verschlungen hat, ihn gerettet hat vor dem Ertrinken und ihn wieder ausgespien hat, so wie Jesus nach drei Tagen aus dem Grab gekommen ist. Jona hat das bestimmt nicht gewusst, dass das der Geist bewirkt hat. Wer weiß, wie oft uns solche Dinge begegnen und wir ahnen das auch nicht. Tja. Das ist eigentlich schön, finde ich. Das ist überraschend und macht neugierig. Ja, aber wir rechnen vielleicht auch viel zu selten damit. Wir denken ja oft, wir sind so einem kalten Schicksal und dem Zufall ausgeliefert. Aber die Pfingstbotschaft sagt eigentlich, die Welt ist mit Geist erfüllt und durchtränkt. Also Gott ist gegenwärtig, Lied von Gerhard Ter Stegen, ist im Geist da und trägt und hält uns. Und zwar dann auch in Situationen, wo man das vielleicht gar nicht spürt. Ich habe hier jetzt mal ein Bild aus unserer Friedhofskapelle, aus einem der Fenster, die an der Seite sind. Ich werde nächste Woche, ich arbeite an einem Podcast über diese Fenster, da noch Näheres zu sagen. Aber jetzt hier einfach mal das Pfingstbild. Da sitzt also die trauernde Gemeinde in unserer Kapelle. Und der Künstler, die beiden Künstler, die dieses Fenster gestaltet haben, die sprechen der Gemeinde, ja, diesen trauernden Menschen gleichsam zu. Der Geist Gottes kommt auf euch herab, der Tröster, so wie ich es gerade gesagt habe, nach dem Johannesevangelium, kommt auf euch herab. Ihr seid traurig, ihr sucht Trost und der Trost kommt im Geist auf euch herab. Eigentlich eine schöne Vorstellung. Das Bild ist auch so gestaltet, dass man das Gefühl hat, die Taube kommt in den Gottesdienstraum. Von oben herunter. Von oben herab. Genau. Das ist unsere Kirche. Da oben. In dem. Über dem Tauffenster. Über dem Fenster oben. Mit der Kindersegnung. Da kommen endlich die Feuerflammen vor. Die Feuerzungen, wie oder es sogar Feuerzungen. Heißt. Feuerzungen. In der Apostelgeschichte, dass die Jünger am Pfingstfest Zungen
ähnliche Flammen oder so etwas. Ja, man kann sich gar nicht so genau vorstellen, aber es ist so in der Tradition und in der christlichen Ikonografie dann als Feuerzunge beschrieben worden. Und hier die Künstler unserer Fenster, der Künstler Karl Hertel, hat das eben halt hier mit der Trinität verknüpft. Ne? Das Dreieck als altes Symbol für Gott. Und von den drei Seiten der göttlichen Dreieinigkeit, also der drei Personen, Gott, Vater, Sohn und Geist, geht der Geist zugleich aus. Also gar nicht, ist der Geist ist gar nicht nur eins, sondern geht von allen dreien sozusagen aus. So ist ja die Trinitätslehre. Die beiden sind im Grunde genommen ja schon unterscheidbar, aber untrennbar jeweils in eins. Also ganz komplizierte christliche Dogmengeschichte und Lehre, die aber durchaus ihren Sinn hat. Und auch wichtig ist, denn durch den vom Islam aus wird uns ja oft vorgeworfen, die Trinität sei der Beweis dafür, dass wir gar keine monotheistische Religion sind. Genau. Dieses Bild zeigt, dass der Gedanke falsch ist. Ja. Nachvollziehbar, aber trotzdem nicht zu halten. Genau, Gott ist eins und erscheint uns in verschiedener, unterschiedlicher Weise. Es ist aber immer derselbe Gott. Und im Geist nun, das ist das Besondere dieser Pfingstbotschaft, ist dieser dreieinige Gott ja präsent, in unserer Welt auch präsent und gegenwärtig. Zumindest sollten wir darauf vertrauen und davon ausgehen. Ja, jetzt machen wir mal einen kurzen Besuch in unserer neu hinzugekommenen Stadtkirche. Vor 170 Jahren gehörten wir ja vom Hasten ja noch zur Stadtkirche nur. Da hatten wir nur diese Kirche. Jetzt haben wir unsere, aber wir sind wieder miteinander verbunden. Und in der Stadtkirche gibt es ein sehr schönes Fenster, das diese Pfingstgeschichte darstellt. Da kommt ganz dynamisch auf gelbem Hintergrund von oben diese Taube, ja, ich sage jetzt mal so, die herabgestürzt, angerast. Mhm. Ja, es ist, sieht fast so aus, als die Feuer, wie so ein Raumschiff, ja, also die Apollo-Kapsel, die in der Atmosphäre eintritt, von so weit her kommt diese Taube. Und die Schar der Jünger, die da unten steht, die guckt zunächst mal, ich glaube wohl doch eher überrascht, wenn nicht sogar erschrocken, was da wohl auf sie herabkommen mag. Die waren ja da auch noch in der Situation der Trauer. Jesus hatte sich eigentlich zum zweiten Mal von ihnen verabschiedet an Himmelfahrt. Das hat er ja gemacht vor seinem Kreuzestod. Und da ist das Mikrofon runtergefallen. Egal, wir machen weiter. Vor seinem Kreuzestod und dann mit der Himmelfahrt ein zweites Mal. Und es ist ja beschrieben in der Apostelgeschichte, dass die Jünger mehr oder weniger ängstlich in Jerusalem saßen und gar nicht so genau wussten. Und dann erfüllte dieses Haus, in dem sie sich verkrochen hatten, mit einem Mal dann ein Brausen. Der Heilige Geist kam und das Fenster zeigt jetzt genau die Situation, bevor der Geist zu wirken beginnt an den noch ängstlichen Jüngern. Ich verstehe auch, dass die Jünger Angst haben und sich das nicht vorstellen können, denn es geht uns ja genauso. Wir merken ja, wie schwer es ist, über etwas zu sprechen, das man nicht sehen kann, das man nicht nachweisen kann, das man sich nicht erklären kann. Kein Wunder, dass die Angst hatten. Dieses Motiv mit der herabstürzenden Taube, das haben wir in der Pauluskirche auch, allerdings nicht immer zu sehen, sondern nur zu Pfingsten. Das Pfingstantependium, das zeigt eine herabstürzende Taube und ein Kreuz. Roter Grund und dann eine gelbe Taube mit einem gelben Kreuz. Klassischerweise war die rote Farbe ja immer die Farbe für das Feuer und damit ein Symbol für den Geist. Und die gelbe Farbe als Zeichen für das Licht, oder? Du bist der Kunstkenner. Ja. Aber so kann man sagen, Licht, Sonne. Wir hatten ja oben in unserem Dreieck, das wir uns gerade angesehen haben, auch den Sonnenkranz, ne, also die Verbindung Gott als Sonne, als Licht. Es gibt ja dieses schöne Bild für die Trinität. Ich glaube, das ist von irgendeinem Kirchenvater, was die Dreieinigkeit anhand der Sonne beschreibt. Ein Gott Schöpfer ist die Sonne an sich, ja, die
schöpferische Kraft, diese berstende Kraft. Und dann ist der Sohn das Licht, in dem wir Gott oder überhaupt irgendetwas erkennen und sehen. Und der Heilige Geist ist die Wärme, die entsteht, wenn die Sonnenstrahlen also auf die Erde fallen oder auf unsere Haut fallen jeweils. Ein ganz schönes Bild. Und da ist es im Grunde genommen nochmal drin, dieses gelbe Farbe für Licht. Interessant ist ja auch, dass dieses Rot, dieses Pfingstrot als Erinnerung an das Feuer, die Feuerzungen, die Begeisterung, die Kirchenjahresfarbe auf der einen Seite für Pfingsten ist, auf der anderen Seite aber zu bestimmten kirchlichen Anlässen dann sozusagen herausgeholt wird. Zum Beispiel zur Konfirmation. Ja, also weil man sagt, also die Konfirmation ist schon nochmal so etwas wie ein Zusprechen des Heiligen Geistes, ein Wirken des Heiligen Geistes. Also der Mensch, der bekennt, der ist vom Geist bewegt und wird sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Deshalb hängt bei der Konfirmation hier die rote Farbe. Auch bei Einführung von kirchlichen Amtsträgern, wenn Pfarrer eingeführt wird, wenn demnächst in diesem Herbst jetzt eine neue Superintendentin oder ein neuer Superintendent eingeführt wird, dann ist immer die Farbe, die liturgische Farbe in diesem Gottesdienst, dann in einer völlig anderen Kirchenjahreszeit möglicherweise die rote Farbe. Auch bei der Goldkonfirmation, als Erinnerung an die Konfirmation, ist die Farbe rot, die dann ausgehängt wird hier in unserer Kirche. Aber als letztes Bild möchten wir Ihnen jetzt etwas zeigen, ein Antependium, das es noch gar nicht gibt. Das gibt es nur als Entwurf und das ist ein besonderer Entwurf, der uns in diesem Jahr auch noch einmal an einen Menschen erinnert, der in unserer Gemeinde eine große Bedeutung hatte, nämlich an Anja Halbach-Zanetta, die unsere Malwerkstatt gegründet hatte, eine hoch inspirierte, kreative Frau, die fantastisch malen konnte. Und die hat vor 10 Jahren, ich glaube, es sind Ölbilder, Entwürfe für Antependien für unsere Kirche gemalt. Die gibt es noch, diese Bilder. Bisher ist es uns nicht gelungen, ein Verfahren zu finden, was die also auf einen Stoff bringt, dass sie so hängen wie dieses Antependium. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir das eines Tages dann doch irgendwann mal hinbekommen. Ich finde diesen Antependienentwurf, ich zeige den jetzt mal, von Anja Halbach-Zanetta faszinierend, weil nämlich auch diese beiden Farben, die Feuerfarbe, das Rot und dieses strahlende Licht darin vorkommen. Und kommt noch mehr vor, dazu aber gleich. Also diese Feuerwand sozusagen, die ist in diesem Antependium so, wie zwischen uns, also dem Betrachter und Gott selbst, der Sonne. Man sieht ja auch diesen Sonnenkreis angedeutet. Also wir sehen Gott einfach noch nicht ganz, sondern wir sehen ihn durch die Kraft des Geistes, durch diese Feuerkraft, die uns zugleich auch ein bisschen davor schützt. Ne? Mal überlegen, Feuer ist ja wesentlich weniger heiß als die Sonne. Aber trotzdem ist es brennt, es entflammt uns. Aber wir sehen eben halt Gott noch nicht vollständig. Und dann hat sie, das finde ich besonders berührend und das steht auch in der Verwandtschaft zu dem Antependium, was wir hier haben. Sie hat dann ganz vorsichtig das Kreuz eingezeichnet, was man so angedeutet sieht. Und dadurch wird ja dieser Durchblick durch das Rot hin auf das Gelb, auf die Sonne, zu so einer Art Fenster. Also es ist so, als wäre das Kreuz Jesu so eine Art Fensterkreuz. Und damit hat sie, wie ich finde, theologisch etwas völlig Zutreffendes beschrieben, was auch in unserem Antependium hier vorkommt. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie so ein totaler Freigeist, ja, der einen irgendwie nur begeistert und man ist davon in einem Rausch völlig jenseits jeglicher Inhalte, sondern der Geist ist der Geist Jesu Christi und der Geist Gottes, die an Jesus erinnern und der in uns das bewirkt, was Jesus von uns will, dass wir Vertrauen haben können zu ihm. Und das hat sie, wie ich finde, hier in diesem Antependium sehr schön, sehr lebendig dargestellt. Vor allen Dingen faszinierend finde ich einfach diese berstende Kraft dieses Lichtes, demgegenüber das Feuer eigentlich sogar dunkel ist hier in diesem Bild. Vielleicht wird uns das eines Tages gelingen, das auf Tuch zu bringen.
und dann hängen wir das hier auf. Ja, das war unser Pfingst-Podcast. Einen kleinen akustischen Punkt haben wir noch zum Schluss. Es kommt nochmal das Lied, aber diesmal in der Bearbeitung eines Orgelchorals von Johann Sebastian Bach. Ich habe mich diesmal selbst auf die Orgelbank geschwungen und Bach zeigt in diesem Orgelchoral die schwingende Kraft, dieses Berstende, dieses Begeisternde, was von Pfingsten ausgeht. Er zeigt das mit der Melodie dieses alten Liedes und wir wünschen Ihnen frohe Pfingsten und vielleicht sehen wir uns heute Nachmittag oder Sie uns dann beim Gottesdienst, der dann auch in diesem Kanal als Aufzeichnung heute Nachmittag zu sehen sein wird. Wir wünschen Ihnen beiden einfach zusammen frohe Pfingsten. Frohe Pfingsten.